Damn. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Und hier sind wir wieder bei Hearthstone und wir testen heute mal ein anderes Deck. Ich habe mir überlegt, diese Decks von Blizzard, die lassen wir jetzt einfach mal weg, weil ich habe da in die einzelnen Reiter so ein bisschen reingeguckt. Die sind alle nicht so das Wahre und auch gar nicht so interessant. Deswegen nehmen wir einfach mal Decks, die sich jetzt so mittlerweile schon ein bisschen rauskristallisiert haben. Und ein Deck, was mir auf jeden Fall immer wieder Spaß gemacht hat, weil es abfuckt und trotzdem immer wieder was ist, womit zumindest bis Turn 5 die Leute erstmal meistens nicht damit rechnen, was man denn spielt. Und zwar geht es um den Exodia Mage. Und den Exodia Mage jetzt im Doomsday Project hat durch Luna's Pocket Galaxy Change the Cost of Minions in your Deck to 1 eine ganz neue Wendung gekriegt, beziehungsweise eine andere Möglichkeit, das auszuspielen. Und ja, das wollen wir jetzt natürlich auf jeden Fall gleich im Match einmal ausprobieren. Es gibt natürlich auch Problematiken, wenn wir natürlich Luna's Galaxy sehr, sehr spät erst ziehen oder alle anderen Karten, die wir im Endeffekt klein haben wollen, wie Archmage Antonidas, wenn wir den vorher schon auf der Hand haben, haben wir ein Problem, weil gerade diese Karte soll ja möglichst nur 1 kosten. Deswegen ist natürlich einmal noch als Rescue der Baleful Banker mit drin, damit wir notfalls Antonidas noch einmal ins Deck schmeißen können, um dann im nächsten Turn Luna's Pocket Galaxy auszuspielen. Das ist mehr so ein Safe. Ansonsten wird jeder schon merken, dass das Deck von dem Exodia ziemlich gleich aussieht wie die bisherigen Exodia Mages. Lass es jetzt in der letzten Expansion gewesen sein, wo wir da mehr mit dem Elemental gearbeitet haben. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt da mal reinschauen. So, wir haben jetzt hier Schwein gehabt. Ich habe jetzt in Turn 1 Luna's Pocket Galaxy gehalten. Ja, jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass es kein Token Druid ist. Ziehen wir ein Secret, wir ziehen Secret. Ice Barrier. Haben wir hier drin, um das alles natürlich rauszuzögern. Okay, das ist der Doomsayer, den brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir hier die Glyph und noch eine Hero Power. Was ist hier nützlich? Frozen Clone. Wir möchten eigentlich keine Karten von ihm auf der Hand kriegen. Cinderstorm könnte uns beim Clearen ein bisschen helfen. Wir nehmen hier einfach Cinderstorm. Burning Pad. Okay, ich denke, wir sind hier tatsächlich beim Tokwaggle oder Maligos Druid. Ich bezweifle, dass es der Mechatun Druid wird. Obwohl der ja auch meistens als Combo so ein bisschen gespielt wird, um notfalls dann das noch als letztes Out zu haben. Und Turn 6. Hellstone. Ob er schon gerallt hat, was ich direkt spiele jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist immer das Problematische, sobald der Druid weiß, was ich habe, hat er immer noch sein Naturalize auf der Hand und kann mir damit ziemlich viel Druck machen. Und wir haben hier jetzt gerade nichts. Okay. Er kann uns auch nur Druck machen, wenn wir Minion spielen. Cinderstorm, wir brauchen jetzt eigentlich noch gar nicht spielen. Ich denke, das können wir noch riskieren. Oder er spielt kein Minion, weil er denkt, dass wir vielleicht Mirror Identity haben. Also als Secret. Könnte natürlich jetzt auch. Okay. Er könnte jetzt selbst verspielen und sich selber naturalisen. Okay, macht er aber nicht. Und falls er jetzt anfängt zu naturalisen. Ui.
So, Ice Barrier, genau. Hat er gut überlegt, dadurch kriege ich jetzt zum Glück wieder Rüstung. Aber das sieht mir doch dolle nach Mali aus. Ja, wir müssen ja ganz doll aufpassen, aber es kann natürlich auch bei ihm dauern, bis er die Combo auf Hand hat. Vor allen Dingen ist jetzt die Frage, ob er den Maligos-Druid mit der Waffe spielt oder mit den Minions. Was denn jetzt? Den willst du jetzt kaputt machen? Also meiner Meinung nach lohnt es nicht, weil er weiß ganz genau, wenn er jetzt weiß, was ich spiele, dann ist doch klar, dass meine Removals oder dass ich zumindest einige Removals habe. Okay, wir gehen hier erstmal in den Polymorph. Wir ziehen selber erstmal zwei Karten. Okay, das Molten Reflection, jetzt brauchen wir im Endeffekt noch die Apprentice. Die eine Apprentice. Ich müsste sagen, ob das überhaupt aufgeht gerade. Das ist eine wichtige Frage. Okay, damit können wir ihn jetzt overdrawn lassen. Und auf the Cold spielen. Oh ja. Ach, er will nicht overdrawn. Okay, fehlt dir noch eine Karte. Okay, wir könnten hier erstmal ein Secret daggern, oder? Könnten dann Antoni das? Oh. Den Arcane Artificer könnten wir noch spielen, richtig? Könnten aber auch einfach für Call of the Cold gehen. Und ja, jetzt einfach mal abwarten, was da kommt. Ich weiß nicht, ob er Maligos schon, aber es sieht dolle nach Maligos aus. Aber ich weiß nicht, warum der Lich King drin ist. Ist der Lich King im Maligos-Duel drin? Okay. Ist der Maligos-Duel. Okay, wir nehmen hier jetzt das. In zwei Karten. Freezen wir hier das Board. Arcane Tyrant. Er muss die Waffe halt jetzt kaputt kriegen. Vier Tons habe ich noch, um selber das rauszukriegen. Ich weiß bloß nicht, wenn die Apprentice hier ist, das macht wie viel Kosten? Das kostet mich 3. Wenn ich das ausspiele. 3, dann ist das auf 2 runter. 3 macht 5. Ja, das müsste ausreichen eigentlich. Dadurch, dass Antoni das nur 1 kostet, müssten wir das locker hinkriegen. Die Frage ist bloß, mir fehlt halt noch die eine. Da ist sie. Die brauchten wir noch. Und damit haben wir gewonnen, meine Freunde. Exodia Mage at its best. Hat er das Well Played noch gehört? Gut, ob er gleich weiß, wie es anfängt, ich denke schon. Und damit, meine Freunde, war's das für den Druid.
Und Exodia hat geklappt. Da waren wir definitiv schneller gerade. Er hat noch versucht, uns die Karten zu millen, die wir brauchen, aber wir hatten Schwein. Das hat natürlich auch mit unserem Lumas Pocket, mit der Pocket Galaxy gut gepasst. Da ist der Win. Geht. Nicht immer, aber geht.